Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Kaffeepause. Tatsächlich habe ich gedacht, dass diese Folge vielleicht schon eine Podcast-Folge sein wird. Ich habe auf Instagram gefragt, ob ihr das vielleicht auch als Podcast gerne haben möchtet, so dass ihr die Kaffeepausen auch zum Beispiel beim Autofahren hören könnt oder so. Ich bin auf jeden Fall noch am Überlegen und am Abwägen, ob das, wie sich das lohnt und wie groß euer Interesse auch ist. Deswegen schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, ob ihr die Kaffeepause vielleicht als Podcast haben wollt und auch als Videoformat hier auf YouTube. Bin sehr gespannt, was ihr so schreibt. Ansonsten bedanke ich mich natürlich wie immer für euren Input auf Instagram, für die ganzen super spannenden Themen, die wir jetzt heute mit euch besprechen werden. Und ich freue mich sehr auf das Video. Ich hoffe, ihr habt einen leckeren Kaffee parat oder einen Tee und ich leg los. Also ich muss sagen, ich glaube, diese Kaffeepausen bekommen auch irgendwann so ein bisschen anderen Charakter oder werden vielleicht noch ein bisschen spannender, wenn ich Gäste dazu hole. Darüber denke ich übrigens auch nach. Und falls ihr eine Idee habt für einen Gast Kaffeepause mit, dann schreibt mir das unbedingt auch in die Kommentare. Weil viele Sachen, die ihr hier fragt oder über die wir sprechen, habe ich das Gefühl, dass sie sich so ein bisschen wiederholen vielleicht. Und ich glaube, dass es auch einfach spannend ist, von anderen Personen vielleicht gewisse Antworten auch zu bekommen. Die erste Frage zum Beispiel, wie gehst du mit Überforderung um? Wenn ich überfordert bin, dann lasse ich alles stehen und gehe einen Schritt zurück. Ich gehe einen Schritt zurück, ich lasse alles ruhen, ich werde mir bewusst darüber, was das Allerwichtigste ist. Und ich versuche ein bisschen Abstand zu nehmen von der Situation, um mich klar sortieren zu können. Und das finde ich ist auch ganz wichtig, um klar zu denken, um zu priorisieren, um vielleicht auch einfach mal etwas wegzulassen. Ne? Man fühlt sich schnell überfordert. Es kommt natürlich auch auf den Charakter an. Entweder ist man eine belastbare Person und fühlt nie wirklich Überforderung, sondern macht, macht, macht. Und dann gibt es Leute, die haben vielleicht 3 To-Dos am Tag und sind schon überfordert. Es kommt natürlich auch ganz auf den Typ an. Deswegen denke ich, kommt es auch ganz auf den Typ an, wie man damit umgeht. Ich bin auf jeden Fall ein sehr belastbarer Mensch. Trotzdem habe ich manchmal einfach viel, ich fühle mich oft auf mich allein gestellt. Diese Tatsache überfordert mich manchmal, obwohl ich auch gleichzeitig die Person bin, die auch alles alleine machen will. Aber wie gesagt, ich lasse alles kurz stehen, ich gehe einen Schritt zurück und denke nochmal klar darüber nach. Was lohnt sich? Was bleibt? Was kann gehen? Welche Prioritäten habe ich? Ein bisschen so. Und bei allem ist mir immer bewusst, dass meine Gesundheit im Vordergrund steht. Bücher. Ja, Bücher gibt es viele richtig gute. Ich habe übrigens auf Instagram so ein Highlight angelegt. Da könnt ihr euch mal anschauen, welche Bücher ich bisher ganz gut fand. Ich habe noch nicht so viele leider in die Highlights gemacht, aber schaut es euch trotzdem mal an. Und dann habe ich noch ein Buch, was ich zuletzt gelesen habe, in meinen Monatsfavoriten euch gezeigt, in dem letzten Video vorgestern. Könnt ihr euch auch gerne anschauen. Und sonst, ich lese auf jeden Fall gerne Bücher, weil hier steht nur Bücher, Fragezeichen. Ich lese sehr gerne, ich lese Romane, Krimis und auch ganz viel zu Persönlichkeitsentwicklung. Also falls ihr vielleicht auch hier Empfehlungen habt, her damit. Wie kann man bei seiner Meinung bleiben, zum Beispiel nicht beeinflussen lassen? Das ist schwer, weil es gibt Leute im Leben, die einem sehr nahe stehen. Und die einen dann doch beeinflussen. Ich kenne das von mir. Ich bin auf jeden Fall ein Mensch, ich habe einen starken Willen und ich weiß oft genau, was ich will. Wenn ich aber davon jemandem erzähle oder das vielleicht mitteile oder so und die Person ist mir sehr wichtig und diese Person hat natürlich eine eigene Meinung dazu, dann lasse ich mich davon schon beeinflussen. Und deswegen habe ich zum Beispiel für mich den Entschluss gezogen, dass ich in Zukunft vielleicht nicht alles immer erzähle, sondern erstmal mit mir selber einig werde und erstmal selber meine Meinung festige und meinen Standpunkt einfach für mich festlege, bevor ich das jemandem erzähle. Weil wenn ich sicher und feste bin mit dem, was ich denke und meine und will, dann kann mich eigentlich niemand davon abbringen, weil ich habe so viel darüber nachgedacht, vorwärts, rückwärts, seitwärts, was könnte schiefgehen, was könnte gut gehen, also ich habe das schon so durchgekaut und durchgespielt in meinem Kopf, dass eigentlich keiner mehr mich abbringen kann von meiner Idee oder von meinem Willen. Aber es ist wirklich so, man lässt sich schon auch beeinflussen, eben von den Leuten, die einem wichtig sind. Und deswegen würde ich vielleicht raten,
erst später von seinen eigenen Dingen und Plänen zu erzählen und nicht zu schnell, dass man sich eben nicht zu dolle beeinflussen lässt. Dann, boah, hier ist jemand richtig fleißig, super viele Fragen gestellt, vielen Dank. Wie kann man negativen Menschen aus dem Weg gehen? Das ist auf jeden Fall eine schwere Sache, weil es kommt wirklich darauf an, in welcher Beziehung ihr zu dieser Person steht. Wenn es jemand aus der Familie ist und ihr seid ein Familienmensch und legt Wert auf Familie, Familienzusammenhalt, dann ist es natürlich schwer. Ich würde vielleicht dieser Person auch nicht so viel erzählen, leider, von mir, weil ich nicht wollen würde, dass die Person alles in Frage stellt, was ich tue, oder vielleicht Dinge auch schlecht macht, mit denen ich aber glücklich bin und überzeugt bin. Ich würde reservierter mit der Person umgehen, mehr Dinge für mich behalten. Ich würde immer noch respektvoll sein, weil ihr seid verantwortlich für euch selbst. Also egal, mit wem ihr sprecht oder mit wem ihr wie umgeht, es wirft immer ein Licht auf euch. Also er sagt immer über euch aus, wie ihr seid. Ich hoffe, ihr könnt mir da folgen. Also ich bin zum Beispiel immer gleich, egal mit wem ich bin, ob ich eine Person zum Beispiel nicht unbedingt möchte mit der sein oder mit der ich super gerne bin. Also ich habe immer die gleiche Einstellung, was Freundlichkeit angeht oder dass man sich in die Augen schaut, wenn man spricht oder einfach respektvolles Miteinander. Das habe ich für jede Person übrig, der ich gegenüberstehe. Nur eben mit den negativen Leuten, da halte ich mich sehr kurz und knapp und erzähle vielleicht nicht so viel von mir. Aber der Umgang, wisst ihr, wie ich meine, ist immer gleich, weil ich möchte immer rückblickend zu mir selbst stehen können und für das eingestehen können, was ich jeweils gesagt habe und wie ich mich jeweils in einer Situation benommen habe. Und ich hatte auch schon unangenehme Gespräche gehabt in den letzten Monaten und ich muss sagen, ich bin so stolz auf mich, dass ich professionell geblieben bin, dass ich mir treu geblieben bin, dass ich freundlich war, professionell, obwohl mir unschöne Sachen an den Kopf geworfen wurden, unprofessionelle Dinge und emotionale Dinge einfach. Und ich bin mir treu geblieben. So kann ich im Nachgang nichts bereuen. Wisst ihr, wie ich meine, oh, warum habe ich das gesagt oder irgendwie so. Deswegen bleibt treu zu euch selbst und versucht immer Ruhe zu bewahren. In der Ruhe liegt die Kraft. Es ist wirklich so. Und negativen Menschen aus dem Weg gehen, also eben wenn es Familie ist, ist schwierig. Probiert vielleicht ein bisschen reservierter zu sein und ein bisschen einen Bogen zu machen. Nicht unbedingt in ein Gespräch verwickeln lassen. Aber wenn es jemand Fremdes ist, dann einfach keinen Kontakt aufnehmen. Vielleicht versuchen, gar nicht ins Gespräch verwickelt zu werden. Oder wenn ihr denkt, wenn ihr seht, okay, da steht diese eine Person und irgendwie fühle ich mich jetzt gezwungen, hinzugehen, mit dem Gespräch aufzunehmen. Macht das nicht. Geht auf Toilette, trägt nochmal Lippenstift nach, holt euch was zu trinken, guckt nochmal kurz auf dem Handy. So halt. Also es kommt wirklich darauf an, welche Beziehung ihr zu dieser Person steht. Das Thema Selbstliebe. Sehr wichtig. Selbstliebe ist sehr, sehr wichtig. Aber man muss auch genau wissen, welche Art und Form von Selbstliebe. Und nicht Ignoranz und alle sind mir egal, ich mache mein Ding, ihr könnt mich alle mal, ich liebe mich selbst und wer mich nicht so liebt, wie ich dann... Also es ist so ein schmaler Grat, wisst ihr, wie ich meine? Selbstliebe ist wichtig, aber für mich persönlich ist Selbstliebe der positive Sinn davon, dass man im Reinen mit sich selbst ist. Eigentlich nur das. Man ist im Reinen mit sich selbst. Man ist bewusst, wie man ist. Man ist einfach im Inneren so mit seinen Gedanken ausgeglichen, mit seinem Körper, mit dem Tagesablauf, mit seinen Routinen, mit seinem Umfeld, mit der Arbeit, zu Hause, Familie, Freunde. Wenn alles irgendwie so in Einklang ist und ihr selbst für euch auch so eine Mitte habt und so eine innere Ruhe, das ist für mich Selbstliebe. Aber dieses so ein bisschen über Leichen gehen für das eigene Glück und alle anderen Menschen so, damit man aber selber glücklich ist, das ist für mich nicht schön. Das ist auch eine gewisse Selbstliebe, aber das ist schon... Also
Wie gesagt, ich habe schon ein bisschen ausgiebiger über dieses Thema gesprochen. Ich glaube sogar in der letzten Kaffeepause oder vorletzten Kaffeepause. Es ist wirklich ein schmaler Grat und ich glaube auch, dass tatsächlich jeder das für sich selbst irgendwie definiert oder definieren muss. Aber falls du jetzt mich fragst, was für mich Selbstliebe ist, dann ist es für mich einfach innere Ruhe und Zufriedenheit. Wie gehe ich mit Eitelkeit an mir selber am besten um? Also Eitelkeit ist ja jetzt eigentlich nichts Schlechtes, oder? Ganz im Gegenteil, es ist doch gut, eitel sein, sich gegenüber. Also wenn ich es richtig verstehe, ist es einen gewissen Anspruch zu haben an sich selbst. Und das ist doch immer gut. Man braucht immer einen Ansporn, immer ein Goal oder so, ne? Also an sich selbst, so dass man wachsen kann, dass man sich entwickeln kann. Ich finde das jetzt nicht schlecht, wie man damit umgeht. Ja, also wenn es dir gut tut, dann sei eitel. Und ich finde daran eigentlich nicht schlecht, ehrlich gesagt. Wie geht das mit dem gegenseitigen Empfehlen der Blogger? Wer organisiert das? Also ich kenne tatsächlich nur eine Bloggerin und das ist Frances, früher Zuckermädchen. Das ist die einzige Bloggerin, die ich kenne. Deswegen weiß ich nicht, wie sich Blogger unterstützen, ehrlich gesagt. Also wie die das machen, wie die das organisieren, dann müsstet ihr sie fragen, ob sie das überhaupt macht über ihren Blog. Das habe ich auch noch nie mitbekommen, ehrlich gesagt. Auf Instagram supporten wir uns auf jeden Fall, ja. Also Instagrammer, Creator, ich zähle mich ja eigentlich in der Szene zu den YouTubern. Instagram gehört natürlich dazu, das ist nicht abzusehen heutzutage, aber ich bin auf jeden Fall YouTuberin und hier auf YouTube supportet man sich eigentlich am besten, indem man zusammen YouTube-Videos dreht. Das muss man natürlich vorher schön organisieren und kommunizieren, das geht natürlich auch am einfachsten immer über Instagram und dann trifft man sich und dreht Videos zusammen. Natürlich recht aufwendig, wie eigentlich alles, was mit YouTube zu tun hat. Es ist ist die aufwendigste Plattform von allen, aber für mich persönlich die allerschönste. Und auf Instagram zum Beispiel kann man sich gegenseitig empfehlen oder so. Das kann man auch machen. Entweder macht man das ganz unabhängig. Das ist zu 90%, was ich mache. Ich sehe coole Profile und empfehle sie einfach. Ich frage die Kolleginnen vorher auch gar nicht, ob ich darf oder ob, wie sie das finden. Also jeder mag es doch. Gut dazustehen, sage ich mal. Und deswegen, ich mache das einfach ganz unabhängig, weil ich das möchte, weil ich das schön finde, wenn man sich gegenseitig supportet. Wenn man das geplant macht, dann haben wir zum Beispiel jetzt diese letzte Woche, wo ich auf Instagram euch Drogerie-Lippenprodukte weiterempfohlen habe. Da hatten wir so eine kleine Empfehlungswoche. Da haben wir auf Instagram so eine Woche eine Gruppe gemacht mit anderen drei Mädels, also wir zu viert. Und dann haben wir einfach geschrieben, wann, in welcher Reihenfolge wir welche Person empfehlen. Und dann zum Beispiel am Samstag war ich dran, habe mein Reel hochgeladen und die anderen drei Mädels haben das in ihrer Story geteilt. So. Und das ist, habe ich gemerkt, wirklich aktuell der einzige Weg, noch ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen von woanders und von anderen Profilen, meine ich, ne? Das muss natürlich auch alles passen. Ich habe jetzt nicht mit einem Gartenprofil das gemacht und einem Wissenschaftsprofil, sondern das sind alles drei andere Beauty-Profile gewesen, wo es sehr passt, wo die Zielgruppe vielleicht auch übereinstimmt, sodass einfach alle davon profitieren können. Wir Mädels unter uns, aber auch unsere Followerinnen, weil sie ähnlichen Content als Inspiration noch bekommen. Genau, so geht es, aber ich denke, das macht jeder unterschiedlich. Es gibt natürlich auch Gewinnspiele, die man so macht, aber da bin ich kein Fan von. Da glaube ich nicht so sehr dran, weil ich denke, dass ganz viele Leute nur wegen den Gewinnen dann folgen. Dann sind sie auch wieder weg und das ist irgendwie nicht so schön, finde ich. Kommunikation und gemeinsame Ziele setzen in Beziehungen. Positives Mindset, Hautprobleme und Abhilfe, oh je, alles in eine Nachricht gequetscht. Also Kommunikation und gemeinsame Ziele setzen in Beziehungen. Also Kommunikation ist das A und O und zwar eine ehrliche und offene und im Jetzt, im Hier und Jetzt. Nicht schlucken, mitnehmen, tragen und dann in einem Monat explodieren, wenn es dann vielleicht schon zu spät ist. Kommunikation ist für mich persönlich das Allerwichtigste in einer Beziehung, eine liebevolle, ehrliche und echte einfach, ne? Man kann alles klären, man kann so viel zusammen schaffen, wenn man einfach kommuniziert, miteinander spricht.
Und zwar bewusst, nicht zwischen Tür und Angel beim, keine Ahnung, Einkaufen, beim Fernsehgucken, beim sondern einfach wirklich so, man setzt sich gegenüber. Von mir aus, man geht in ein Café oder so, wenn man so ein bisschen abgeschirmt ist, für sich zu zweit, sitzt sich gegenüber, trinkt einen Kaffee, guckt sich in die Augen und spricht halt über gewisse Sachen, die jetzt angefallen sind oder so. Das finde ich ist sehr, sehr wichtig, dass man sich auch Zeit immer dafür nimmt. Und gemeinsame Ziele setzen in Beziehungen, Kommunikation, gemeinsame Ziele setzen. Also gemeinsame Ziele für die Beziehung, also Beziehungsziele, das finde ich gut. Wobei natürlich jeder anders mit diesen Zielen vielleicht umgeht, alle eine andere Herangehensweise haben, jede einzelne Person. Aber das finde ich eigentlich schön. Es kommt darauf an, zum Beispiel, ja, wollen wir gemeinsam jetzt auf Eigentum sparen oder so, ne? Und dann setzt man sich Ziele und hält sich zusammen dran. Oder ist das ein Ziel, ich möchte einfach, zum Beispiel eine Person sagt, ja, ich möchte gerne mehr Nähe oder so und das ist unser gemeinsames Ziel, dann ist es vielleicht ein bisschen schwierig für die eine Person, die eher ein Problem damit hat, als die, die darauf besteht. Das ist dann wieder, da ist wieder die Kommunikation gefragt. Und wisst ihr, was total crazy ist? Ich werde natürlich jetzt keine Namen nennen, aber ich habe viele Leute in meinem Freundeskreis, viel mehr Leute, als ich dachte, die zur Paartherapie gehen. Und so ist es mir auch bewusst geworden, dass es gar nicht so verkehrt ist und gar nicht so schlecht. Also bevor eine Beziehung endet oder man selbst vielleicht keine Lösung finden kann, ist, finde ich, so eine Paartherapie auch gar nicht so schlecht. Aber wenn es um Ziele geht anderer Art, also außerhalb der Beziehung, einfach im Leben der einzelnen Person, weil ich finde, jeder muss ja auch einzeln funktionieren, damit man wieder diese innere Ruhe und Ausgeglichenheit, Zufriedenheit hat und dann Selbstliebe. Und dann kann man ja auch so offen und liebevoll auch in eine Beziehung gehen, wenn man mit sich selbst im Reinen ist. Und für dieses eigene, diese eigene reine Welt zu schaffen, dafür muss man ja glücklich sein mit sich selbst, mit dem, was man macht, was man so schafft, welche Ziele, also auch für sich. Deswegen ist, finde ich, ganz wichtig, dass jeder Mensch, ob in einer Beziehung oder nicht, einfach eigene Sachen macht. Ne? Natürlich ist es wichtig, Dinge zusammen zu tun, aber auch wirklich etwas für sich und mit sich und eigene Ziele. Das finde ich ist auch sehr wichtig, weil eine Beziehung sollte ja kein Gefängnis sein plötzlich, dass man nur noch Sachen zu zweit und nur noch sich Sachen erlaubt oder nicht erlaubt, sondern es soll ja nur eine Rückendeckung sein. Es soll ja sich noch besser noch anfühlen. Man soll sich ja noch fester auf dem Boden in dieser Welt fühlen, weil man dann mit dem Partner sozusagen Team ist, ne? Und deswegen Ziele setzen für sich selbst sollte auf jeden Fall jeder auch. Und wenn ihr in einer Beziehung seid, dann finde ich es nur umso schöner, wenn man das mit seinem Partner vielleicht teilt oder so, wenn man sich vielleicht sogar gegenseitig auch unterstützt auf dem Weg. Anziehungskräfte, bitte. Das sage ich bei jeder Umfrage. Anziehungskräfte, okay. Was fange ich mit dem Wort an? Anziehungskräfte. Gibt es, natürlich, oh mein Gott. Schon allein, wenn man an Magnete denkt, natürlich gibt es Anziehungskräfte. Und natürlich gibt es Energien, das ist ja auch genauso offensichtlich, gibt es Energien. Das nennt man ja im Physikunterricht. Es gibt jede Art von Energie. Man fühlt sich ja auch bestimmten Menschen hingezogen. Oder manchmal sagt man ja auch, Gegensätze ziehen sich an. Es gibt ja auch Beziehungen. Ne? Da ist einer von den beiden so total ruhig und die andere Person ist richtig viel am Plappern und blablabla, also richtig extrovertiert. Und dann fragt man sich so oft, wie sind die zwei zusammengekommen, oder? Kennt ihr das? Ich wette, jeder kennt so ein Pärchen aus dem Freundeskreis, aus der Familie oder so, wo es so eine Konstellation gibt. Ich kenne auch ganz viele solche Leute, die einfach ja absolut unterschiedlich sind, aber sehr gut miteinander zurechtkommen. Vielleicht, weil dem einen genau das fehlt und der andere davon einfach zu viel hat. Und dann, wisst ihr, wie ich meine? Man gleicht sich wie Yin und Yang. Man gleicht sich so ein bisschen aus. Anziehungskräfte gibt es auch in diesem Bereich Manifestieren. Oh mein Gott, Leute, 100.000% schon so oft einfach auch einen Beweis geliefert bekommen, ohne dass ich das brauche. Ich brauche keine Beweise.
Aber ja, so in meinem Leben Dinge, die ich manifestiert habe, an die ich ganz doll geglaubt habe, die ich mir vorgestellt habe, bildlich schon fast physisch vor mir gesehen habe, die dann auch wirklich passiert sind. Deswegen Anziehungskräfte, ja, auf jeden Fall. Und auch dieses Buch, was ich euch in meinem letzten Favoritenvideo gezeigt habe, wo es darum geht, du bist so, wie du denkst, so bist du. Genau das ist es, Leute, genau das ist es. Und wenn man das einfach mal verstanden hat und einfach so verinnerlicht hat, dann lebt man auch einfach anders. Weil dann achtet man wirklich bewusst darauf, was man denkt, wie man denkt, was man ausspricht. Dann reflektiert man mega Situationen, die man erlebt hat, wie man selber war oder welche Leute hat man eigentlich um sich herum, wie reden die eigentlich und warum fühlt man sich den einen eher hingezogen, den anderen eher nicht. Oh Gott, eben wirklich kontrolliert eure Gedanken, weil eure Gedanken seid ihr. Euer ganzes Leben, das, was ihr habt oder nicht habt, wo ihr seid oder nicht seid, das sind alles eure Gedanken, das habt ihr euch selbst zu verdanken. Es ist wirklich so. Jeder ist seines Glückes Schmied und ganz viele Dinge passieren natürlich nicht von heute auf morgen. Ne? Wenn ich heute denke, oh, ich bin Millionär, bin ich morgen nicht Millionär. Es ist ein Weg und man ist nicht einfach so ein Millionär. Dazu gehört ganz viel. Aber man muss schon mal die Gedanken in die richtige Richtung lenken und viele Schalter in die richtige Richtung setzen und dann wird sich alles ergeben. Und irgendwann seid ihr Millionärin, Millionär. Deswegen ganz wichtig, wie ihr denkt, Anziehungskraft. Ihr zieht euch selber alles an, was ihr wollt und was ihr nicht wollt. Wenn ihr, keine Ahnung, Treppe runtergeht und es zwickt am Knie, manche Leute denken sich so, ach, Kacke, irgendeine Sehne hat sich gerade verschoben, läuft einfach weiter, weil es richtet sich schon gleich wieder. Andere Personen, als würden sie nur darauf warten, dass irgendwas wehtun, damit sie sich einfach wochenlang drauf aufhängen können. Das tut so weh, bestimmt vom Sport, bestimmt von den Schuhen, bestimmt von der Treppe, bestimmt wegen das. Hoffentlich geht das weg, ich muss doch heute zum Sport, hoffentlich geht das weg, ich habe doch eine Reise geplant. Oh nein, wenn das nicht weggeht, dann kann ich ja nicht auf dieses Event gehen nächste Woche und oh, wie soll ich denn das? Oh. Wisst ihr, wie ich meine? Es gibt immer diese zwei, es gibt immer eine Entscheidung, die ihr trefft. Entweder seid ihr Typ A oder ihr seid Typ B. Das entscheidet ihr selbst. Und das Allerwichtigste ist, Verantwortung dafür auch zu übernehmen. Nicht immer allen anderen die Schuld geben. Boah, das ist so schlimm, das fällt mir am allermeisten auf. Wenn ich so reflektiere oder eben andere Menschen sprechen höre oder wenn sie mit mir sprechen, irgendwas erzählen oder so. Gott, wie oft sind die anderen schuld an so vielen Dingen? Und ich denke mir jedes Mal so, oh Gott, please, stop it einfach. Übernehmt die Verantwortung, Leute. Übernehmt die Verantwortung für euch selbst. Jeder sollte Verantwortung übernehmen lernen und aufhören, andere zu beschuldigen für Dinge, die in deinem, eurem Leben schiefgehen. Klingt so, als würde ich jetzt alle über einen Kamm scheren und ich bin hier so, ihr habt die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ist natürlich auch nicht so, ist doch klar. Aber wisst ihr, wie ich meine? Die meisten Leute beschweren sich ohne Ende über jeden, über alles. Die Nachbarn sind zu laut, die kriegen nie einen Parkplatz. Natürlich war es wieder ausverkauft. Klar war das wieder bei mir so, war ja klar, dass ich wieder die Leute, die 1000 Allergien haben, die ständig krank sind, die sich immer Anziehungskraft. Ich sag's, wie es ist. Anziehungskraft gibt es, unterschätzt es nicht. Über positives Denken. Ich finde, das ist bei vielen Menschen derzeit verloren gegangen. Ganz liebe Grüße, Silke. Liebste Silke, grüße an dich zurück. Oh, guck mal, die Sonne ist ein bisschen rausgekommen. Also, positives Denken, auch ein Thema, über das ich in jedem meiner Kaffeepausen spreche. Es ist so wichtig, weil eben ihr bekommt nur das, was ihr gebt. Und wenn ihr nur meckert und nur unzufrieden seid, glaubt ihr, ihr werdet ein schönes Leben führen? Nein, liegt doch auf der Hand, ist doch klar. Man kriegt nur das, was man gibt. Und zwar bedingungslos gibt. Und wenn man in allem etwas Positives sieht,
und dankbar ist dafür, dann ist man auch glücklich und kriegst noch mehr und immer wieder zurück und immer wieder zurück. Weil so funktioniert es nämlich. Und wenn ihr immer nur, alle sind schuld, ihr meckert, ihr habt nie genug, ihr seid nie zufrieden, ihr seid nicht dankbar über das, was ihr habt. Jeder von uns lebt im Überfluss. Verdammt nochmal! Jeder von uns lebt im Überfluss. Jeder von uns kann dankbar sein. Jeder von euch, der gerade dieses Video schaut, kann dankbar sein. Weil entweder haltet ihr ein sauteures Handy in der Hand, das ihr euch leisten konntet, oder ihr schaut das aus auf dem Fernsehen, oder selbst wenn ihr gerade im Krankenhaus seid, in Deutschland, und guckt das auf eurem Handy oder Tablet und habt irgendwelche Schläuche hier oder so, selbst dann könnt ihr dankbar sein, weil ihr in Deutschland seid, in einem Krankenhaus, das so weit entwickelt ist und ihr werdet gesund daraus gehen, weil es hier so weit entwickelt ist, kontrolliert ist, man achtet auf euch, wir haben ein Sozialsystem. Also wirklich, immer wenn ich über Positives spreche, kommen immer so 3, 4 Nachrichten von so Leuten, die das nicht verstanden haben. Positive Gedanken und Dankbarkeit. Und den Leuten ist es dann auch nicht mehr zu helfen, weil man muss offen dafür sein. Man muss offen sein für Dankbarkeit. Man muss es verstehen wollen. Man muss sich dem öffnen und das einfach mit einem offenen, freien, liebevollen Herzen auch tun und nicht immer noch Argumente suchen, warum man jetzt nicht positiv und dankbar sein soll. Klar hat jeder in seinem Leben Schicksalsschläge, aber selbst da kann man Positives sehen. Also ich kann mich nur wiederholen, dieses Krankenhausbeispiel zum Beispiel. Ne? Du bist da, natürlich ist es kacke, im Krankenhaus zu sein. Natürlich ist es kacke, etwas zu haben, dass du sogar dort schlafen musst im Krankenhaus. Aber gleichzeitig bist du in Deutschland in bester, es wird sich umsorgt um dich, in bester Art und Weise. Du kriegst zu essen, der Arzt kommt zu dir, um dich zu kontrollieren. Es werden Röntgenbilder gemacht, es wird Bericht geführt. Das ist nicht selbstverständlich, das gibt es nicht überall. Und selbst wenn man krank ist, kann man doch dafür dankbar sein und sich damit positiv aufladen und seinen Kopf, sein Nervensystem, alles positiv stimmen. Das wird euch helfen dazu, wieder gesünder zu werden. Es macht mir wirklich Spaß, darüber zu reden, aber es ist für mich auch gleichzeitig so alles selbsterklärend und selbstverständlich und ich bin da richtig leidenschaftlich immer mit dabei. Und es ist wirklich, ich sag's euch, und ich bin nicht abergläubisch, dass jemand Auge macht oder so, keiner kann mir Auge machen. Ich habe ein so gutes Karma und ich bin so positiv und optimistisch, dass mir niemand etwas kaputt machen kann. Und egal, wo ich hinfahre, das ist mein Lieblingsbeispiel mit dem Parkplatz. Ich habe ein echt großes Auto. Ich fahre einen Mercedes GLE. Das ist ein wirklich großes Auto. Und ich fahre durch die Stadt, egal, wo ich fahre, ob in Frankfurt oder hier in Wiesbaden, ich habe immer einen Parkplatz genau vor der Tür. Always. Ich fahre und ich denke nicht, boah, kacke, wo kann ich jetzt parken? Bestimmt finde ich keinen Parkplatz, dann bin ich zu spät. So sind ja die meisten Leute, ne? Ich fahre und ich rechne mit dem Besten und nehme es, wie es kommt. Ich denke gar nicht, ich habe jetzt keinen Parkplatz. Ich fahre einfach, ich freue mich auf das Event. Es ist zu 90% ein Parkplatz immer direkt vor der Tür, für die Größe meines Autos. Ich stelle mich dahin und ich sage, danke, lieber Gott, oder danke, liebes Universum. Ich freue mich so sehr, ich schätze das, dass ich so einen coolen Parkplatz gefunden habe, wie immer. Auf dich ist Verlass. So. Wenn da kein Parkplatz ist, dann bin ich nicht so sauer, enttäuscht und verschwende nicht meine Energie. Wie kann man so viel Energie verschwenden, wenn man keinen Parkplatz findet? Und dann denke ich mir, okay, hier ist jetzt kein Parkplatz, das bedeutet was? Also anscheinend sollte ich nicht jetzt schon angekommen sein, sondern es braucht noch ein bisschen Luft, bis ich da ankommen sollte. Oder vielleicht parke ich woanders und auf dem Weg dahin zu dem Event oder zum Besuch, keine Ahnung wo, sehe ich vielleicht etwas, was ich sonst nicht hätte, hätte ich direkt da geparkt. Wisst ihr, wie ich meine? Also ich sehe in jedem irgendwie einen Sinn. Und das ist eben wichtig. Und die meisten Leute, die fahren schon los und die sagen sich, wow, da ist immer so voll, da gibt es einfach keine Parkplätze. Ja. Und dann wundern sie sich, wenn es auch keinen hat. You know? Und das muss man nicht nur sagen und denken, sondern fühlen. Also wirklich aus vollster Überzeugung einfach so sein. Nicht für jemanden, seid ehrlich zu euch selbst. Über Motivation. Was motiviert und inspiriert dich? Mich motivieren und inspirieren erfolgreiche Menschen. Leute, die etwas tun für ihr Glück.
Leute, die etwas tun, um sich ein glückliches, zufriedenes Leben auf die Beine zu stellen. Einfach die Leute, die tun, die die Dinge in die Hand nehmen und die Dinge aussprechen, die es mir einfach vormachen. Wisst ihr, wie ich meine? Das motiviert mich sehr. Welcher ist der schönste Urlaub, den du bisher erleben durftest? Crazy. Das ist sauschwer. Ich habe wirklich schon sehr, sehr viel gesehen. Bahamas, Hawaii, Florida, so Amerika, so die Ecke, natürlich wunderschön. Mexiko war ich zweimal, Europa, Ibiza ist wunderschön. Auf Mallorca war ich noch nie. New York war ich schon 7-mal oder so. Es kommt auf den Mut an, also auf die Stimmung. Welche Reise aber am meisten in mir bewegt hat, ich habe es gestern Abend beim Autofahren darüber nachgedacht, ist gewesen meine allererste Reise nach New York. Die hat mein Leben verändert, Leute. Ich war, als ich in New York war, das erste Mal, war das 2007 oder 2009, und ich bin mit einer Tanzschule dahin geflogen, alleine, also ohne Freundin, Familie oder irgendwas, sondern mit einer Tanzschule. Ganz random war ich nur einfach eine Person von 20 oder so. Ich kannte sie alle nicht, weil ich war in einer anderen Tanzschule. Da ist jemand ausgefallen und ich habe den Platz eingenommen. Und das war für mich die allerkrasseste Reise, die mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, einfach weil ich war das erste Mal in den USA, dann gleich in New York, und dann habe ich gleich jeden Tag am Times Square Broadway Dance Center jeden Tag trainiert. Das war alles so überwältigend für mich. Ich habe gedacht, ich bin in einer Parallelwelt. Keine Stadt dieser Welt, Leute, hat so viel Energie, keine, wie New York. Aber diese bestimmte Energie, diese Energie von Tatendrang, Willensstärke, eben Motivation, Disziplin, das sind einfach Leute, die, das sind einfach so viele Businessleute, Leute, die was schaffen, die was wollen, kreative, verschiedene, das ist einfach so, das ist einfach krass. Und bin ich nach Hause gekommen und ich hatte zu der Zeit meine Ausbildung gerade fertig gemacht, in der Versicherung. Ich bin nach Hause gekommen, ich habe gekündigt bei der Versicherung, ich bin nach Nürnberg umgezogen, habe meine Tanzausbildung gemacht, ich wollte nur noch tanzen, als ich aus New York zurückgekommen bin. Ich bin von zu Hause ausgezogen, ich habe mein erstes Auto verkauft. Ganz allein auf mich gestellt habe ich das durchgezogen. Leute, es hat einfach wirklich mein Leben komplett verändert und dafür bin ich so dankbar, weil da habe ich ja dann auch beim Tanzen meinen Mann kennengelernt, mit dem bin ich schon seit 11 Jahren, wir haben ein Kind, wir haben ein Haus, wir haben alles schon so viel zusammen durchgemacht und erlebt, und deswegen ist für mich, ist vielleicht nicht der schönste, also der bewegendste und der veränderndste, also wow, Urlaub ist für mich New York. Und jedes Mal, wenn ich wieder in New York bin, ist es für mich so magisch einfach. Und wenn ich mir aussuchen könnte, wo ich 3 Monate mal oder so leben könnte zum Arbeiten, sofort würde ich nach New York gehen. Wir springen natürlich von einem Thema zum nächsten. Hattest du nach der Schwangerschaft mit Haarausfall zu kämpfen? Du bist toll und ich schaue dir gerne zu. Danke. Ich hatte meine Schwangerschaft jetzt 3,5 Jahre her. Ich hatte Haarausfall, ja. Ja, ich hatte richtig Haarausfall. Also hier so um die Geheimratsecken rum hatte ich richtig Haarausfall. Auch hier. Und das habe ich erst gemerkt, also ich habe schon gemerkt, dass meine Haare insgesamt dünner waren, wenn ich mir einen Zopf gemacht habe oder so. Aber noch mehr habe ich das gemerkt, als die Babyhaare rausgewachsen sind, als ich hier überall diese kurzen Haare hatte. Oh mein Gott, schlimm. Aber jetzt ist alles wieder nachgewachsen, alles wieder gut. Hast du schon mal ein Lebenscoaching gehabt? Und wenn ja, was hat es für dich bewirkt? Hatte ich noch nicht. Ich hatte mal einen ersten Termin mit einem Coach, aber mehr so ein Business-Coach, weil ich irgendwie auf der Suche bin, also schon wirklich länger, seit über einem Jahr, wirklich mich wie in so einem Loch fühle, weil mir etwas fehlt.
Und zwar in diesem Business-Bereich. Mir fehlt Input, mir fehlt ein Mentor, mir fehlt der Austausch mit jemandem, der sowas macht, mit einem Business steht, mit Geld umgehen, Brands gründet und so. Wisst ihr, wie ich meine? Und ich bin da so ein bisschen verloren, weil natürlich kann man viel alleine machen und ich tue auch viel alleine. Aber irgendwie bin ich ein so ein empathischer Mensch und so ein, ich brauche Menschen, wisst ihr, wie ich meine? Ich brauche Wärme. Und deswegen fehlt mir das so ein bisschen. Und da war ich auf der Suche nach einem Coach und da hatte ich einen Termin bei einer und wir haben uns kennengelernt. Und der erste, ich hatte schon das erste Gefühl, als ich reingekommen bin, so habe ich mir gedacht, I don't feel it. Und habe ich so ein bisschen erzählt von mir und so. Und dann hat sie zu mir gesagt, ich wäre schon sehr reflektiert. Also schon fast wie, ich wüsste fast kaum, wie sie mir helfen könnte. Ne? Also es ging nicht um, was mache ich beim Finanzbüro, wenn ich so und so, sondern mehr um diese innere Welt, dieses Mentale. Ne? Da hat sie zu mir gesagt, ich wäre schon sehr reflektiert und hat mir viele Komplimente gemacht, was sehr schön war, aber ich habe mich nicht, es hat sich nicht gut an meinem Bauch hat gesagt, nee, sie ist es nicht. Und das habe ich ihr auch ehrlich gesagt, dass mir auch sowas fällt mir natürlich auch schwer, ich denke, jedem fällt es schwer, aber die hat sogar das als sehr positiv verbucht, weil sie natürlich weiß, dass es sicherlich nicht einfach ist und gesagt, sie findet das ganz toll, wie schnell ich mich zurückgemeldet habe und wie ehrlich ich zu ihr war. Und seitdem habe ich das tatsächlich nicht nochmal versucht, aber ich bin auf jeden Fall immer auf der Suche nach Leuten, nach Connections, nach Powerwoman, einfach um zu hören, wie so deren Weg ist, wie man sich vielleicht auch gegenseitig supporten kann. Das ist ja auf jeden Fall für mich immer noch ein Thema. Finanzielle Absicherung für sein eigenes Kind. In was würdest du investieren? Boah, crazy. Schwierig. Also so spezifisch kann ich das jetzt ehrlich gesagt nicht und möchte ich auch nicht so viel Verantwortung auf mich nehmen. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass wir einen Finanzberater haben, der Vermögensverwaltung bei uns macht. Also keine Aktien und sowas, das möchte ich selber machen, aber Vermögensverwaltung, das macht er für uns. Und da habe ich für Theo separat was angelegt. Und auch für meinen Neffen habe ich was angelegt. Da würde ich immer Profis fragen, wirklich. Jemand, der sich super gut auskennt. Ich wünschte, ich könnte mich im Detail auch mehr damit auskennen oder hätte Kapazität, mich mehr damit zu befassen. Aber aktuell bin ich einfach froh, dass ich jemanden habe. Natürlich ist es immer besser, wenn man alles alleine macht. Klar, gerade wenn es ums Geld geht auch. Ne? Aber es ist auf jeden Fall für mich eine Vertrauensperson und deswegen überlasse ich ihm das so ein bisschen. Aber in was genau ich jetzt investiere, das finde ich schwierig, ehrlich gesagt. Ich glaube, das möchte ich lieber nicht sagen. Ich beantworte noch 2, 3 Sachen und dann sind wir ja schon wieder sehr. Trockene Haare, wie pflegen? Ich werde sehr oft gefragt. Jetzt habe ich sie natürlich zurückgekordelt und weil sie einfach nicht fresh sind. I'm sorry. Und dann war die Frage, Haare waschen, stylen, föhnen, locken, alles oder ein Video drehen. Ungefähr die gleiche Zeit. Viel Spaß. Und deswegen habe ich mich fürs Haare kordeln und zurückstecken entschieden und auch gleichzeitig ein schönes Video für euch drehen. Aber ansonsten, Haare sind für mich ein Riesenthema, oh mein Gott. Yes. Allerbeste Tipp, den ich euch geben kann, an alle, die mich fragen. Allerbeste ist, die Haare so selten wie möglich zu waschen. Ich weiß, ihr habt das alle schon 1000 Mal gehört, aber es ist wirklich mein Tipp Number One. Ich wasche meine Haare 1 bis maximal 2 Mal die Woche und wenn ich sie gewaschen habe, dann style ich sie auch. Und das ist auch das einzige Mal in der Woche. Oder also, ich style sie nur nach dem Waschen. Ich föhne sie dann entweder glatt oder ich föhne sie und locke sie. Und so bleiben sie dann bis zur nächsten Haarwäsche. Also ich locke sie nicht jeden Tag nochmal nach oder föhne nochmal. Das mache ich gar nicht. Einmal die Woche Hitze dran und that's it. Das ist auch wichtig. So wenig wie möglich einfach strapazieren. Dazu zählt auch Waschen. Haare waschen ist auf jeden Fall auch strapazieren für die Haare. Dann gebe ich mir immer ein Öl in meine Spitzen auf. Und ja, und viel, glaube ich, ist auch tatsächlich Veranlagung. Meine Haare sind ja auch blondiert und trotzdem sind sie eigentlich immer in einem guten Zustand. Also ich habe sehr viele Haare. Ich habe feine Härchen, aber ich habe sehr, sehr, sehr viele Haare. Und deswegen habe ich auch so ein, kann ich relativ gut auch so ein Volumen schaffen, wisst ihr, wie ich meine? Das ist witzig und jeder von uns kann es nachfühlen.
Den Struggle, dass man immer das haben will, was man gerade nicht hat und wie das nervt. Das ist so gut, oh Gott. Jeder von uns kennt das, oder? Seit ich meine Haare, habe länger wachsen lassen, sehe ich überall diese wunderschönen Frauen mit ihrem Bob, wie ich den auch mal hatte und geliebt habe. Und ich denke mir, boah, ja Mann, abschneiden, wieder mein Bob, wieder schön fresh und frech aussehen, super cool. Und dann denke ich mir so, nein ey, es hat mich jetzt so viel wieder Kraft und Nerven gekostet, die Haare auch wachsen zu lassen. Wie oft war ich kurz davon immer gedacht, nein, ich lasse sie wachsen. Und jetzt haben sie eine tolle Länge, ich fühle mich wohl dabei, die sind wunderschön, ich trage jetzt auch mal lange Haare. Also, ich kenne das auch sehr gut, ich denke, jeder von uns kennt das. Man muss sich einfach in das neu verlieben, was man hat. Also zum Beispiel Thema Haare, ne? Wenn ich die ganzen Bob-Frisuren sehe, dann gehe ich da weg und dann gebe ich bei Pinterest ein blonde, lange Haare. Und dann kommen ganz viele wunderschöne Bilder von langen, blonden Haaren. Denke ich mir so, oh ja, schön. Oh, zum Glück habe ich die nicht abgeschnitten. So ein bisschen, das Gehirn veräppeln. Aber das ist ganz normal, das hat jeder. Also das ist normal. Und dann musst du dir auch wieder bewusst sein, dass wenn du die Haare doch abschneidest, dann willst du sie wieder lang haben. Das geht doch nicht. Also das ist so ein bisschen, vielleicht kann man da über sich selbst auch ein bisschen schmunzeln. Dann Überforderung, Hautpflege, Kostenpunkt unter anderem. Oh Gott, auch hier, I feel you so much. Selbst ich, die sich damit wirklich viel beschäftigt, bin regelmäßig überfordert. Skincare ist für mich nochmal schwieriger, wirklich. Skincare ist eine Wissenschaft für sich, finde ich wirklich herausfordernd. Dekorative Kosmetik fühle ich mich eigentlich nie überfordert, weil ich kenne mich damit aus und es ist easy, das schminkt man wieder ab. Ne? Pflege kriegt man ein, das zieht ein, das wirkt ja auch, das macht was mit der Haut. Ne? Und dekorative Kosmetik kann man wieder abschminken, da sind viele Farben, man kann super kreativ und künstlerisch sein, ohne sich wirklich super viel Gedanken zu machen, außer zum vollgeschminkten Gesicht sollte man sich auch nicht in die Sonne setzen, zum sonst euch nicht geschminkt, bitte. Weil die Produkte, die verhalten sich ja auch in bestimmten Temperaturen anders, ne? Also deswegen mit Full-Face-Make-up, legt euch nicht in die Sonne. Aber ansonsten Überforderung, Hautpflege, ja, absolut. Da würde ich euch empfehlen, einfach ein paar Profilen zu folgen, die sich damit auskennen, zum Beispiel X Skincare. Ne, der Leon, der kennt sich sehr gut aus. Das ist zwar dann sehr allgemein, ne, das sind nicht für eine Person dann die Tipps. Jeder ist ja auch, hat ja auch eine andere Haut. Aber ich finde, so allgemein kann man schon sehr viel lernen über Produkte und über Haut allgemein. Und zum Thema Haare zum Beispiel kann ich den Account von Dejan sehr empfehlen. Der ist auch ein Friseurmeister, der kennt sich bestens aus. Der benutzt auch viel Olaplex, dadurch habe ich ihn entdeckt, weil ich bin ja Olaplex-Lover. Das ist für mich Must-Have. Und ja, deswegen folgt vielleicht so ein paar ein bisschen professionell oder auch Dermatologen, nicht einfach Influencern, sondern Dermatologen, Profis, die sich damit sehr gut auskennen und schreibt sie vielleicht auch mal an oder so. Vielleicht antworten sie euch ja. Was tun, wenn man sich irgendwie verloren fühlt und wie man sich in den Griff bekommt nach einer Trennung? Also, wenn die Trennung frisch ist, ja, dann finde ich, ist es wichtig, dass man nicht zu eilig damit ist, dass alles wieder normal ist. Ich finde, man kann auch diesen Schmerz und dieses Verlorensein auch mal zulassen. Man kann eine Woche einfach mal zu Hause sitzen und weinen und Chips essen und traurige Filme gucken. Das ist voll okay, das ist sogar wichtig, das muss ja irgendwo hin. Weil wenn man das ignoriert und zu schnell auf heile Welt tut, das holt einen sowieso auf. Man kann es nicht verdrängen, man kann es nicht wegschubsen. Das ist da. Das muss erstmal raus und ich finde es wichtig, dass man das verdaut, verarbeitet, dass man vielleicht eine oder zwei Ansprechpersonen hat in dieser Zeit, die einem beistehen und nicht nur mit ihren Ratschlägen Schläge verteilen, sondern die wirklich einfach zuhören können, einfach da sind. Und diese Zeit ist okay, das auch einfach zulassen, das ist in Ordnung und das ist wichtig. Und danach einfach mit Self-Love starten.
einfach mal überlegen, aufschreiben, ich Jungfrau, aufschreiben, einfach mal aufschreiben, was tut mir gut, was hat mich in der Beziehung, vor der Beziehung glücklich gemacht, was ich so für mich selbst gemacht habe. War es zum Beispiel jeden Morgen spazieren gehen? War es zum Beispiel lesen? War es mit den Freundinnen frühstücken gehen, einmal im Monat? War das Spa? War das Sport? War das, was auch immer das war? Einfach alles mal aufschreiben und dann probieren, das wie so einen Termin in den Alltag zu integrieren. Regelmäßig zu Hause aufräumen. Ich finde, das hilft auch schon sehr, sich nicht lost zu fühlen, weil wenn man physisch aufräumt, das tut auch was in eurem Kopf. Also nach dieser Woche sich gehen lassens, sich wieder in den Griff bekommen, picobello die Wohnung aufräumen, einkaufen, baden gehen, rasieren, eincremen, Haare waschen, Haare schön föhnen, schminken, mit Freundinnen treffen, ausgehen, was trinken gehen. So lange, dass wenn man nach Hause kommt, dass man todmüde ins Bett fällt und nicht dann noch liegt und sich vielleicht irgendwas überlegt. Einfach das Leben wieder leben für sich. Und ich, also bei mir, ich habe auch Trennungen durch und es ist mir auch immer schwer gefallen. Und vor allem die allererste Trennung werde ich nie vergessen. Ich dachte einfach, ich sterbe. Also dieser Herzschmerz nach der ersten Trennung, ich weiß nicht, ob ihr euch auch erinnern könnt, wie das war für mich das Allerschlimmste. Ich kann mich jetzt noch erinnern und das ist schon so lange her, Leute. Da war ich 18. Jetzt bin ich 35. Das war so schlimm. Aber einfach sich den Fokus auf sich selbst zu legen, auf sich um sich selbst zu kümmern, weil ihr und euer Körper ist euer Tempel. Und ihr habt alles in der Hand. Lest schöne Bücher, schaut euch schöne Filme an, trefft euch mit Leuten, die euch gut tun, zieht eure besten Klamotten an, schminkt euch schön, gönnt euch was. Also lasst euch einfach wieder gut gehen und seid euch wieder bewusst, dass ihr für euch alleine auch glücklich sein könnt und sollt, nicht nur in einer Beziehung. Ihr für euch, mit euch, also du mit dir selbst solltest im Reinen sein und dir selbst was Gutes tun. Und du kannst auch einfach bei dir zu Hause morgens oder abends im Bett sitzen und einfach glücklich sein. Einfach mit dir alleine. Es muss nicht immer einen Partner geben oder ein... Es ist natürlich schöner, wenn man das teilen kann. Das will ich auch nicht leugnen. Und eine Beziehung ist ganz toll. Ich bin sehr dankbar für meine. Ich will es auch nicht anders haben. Aber ich denke, jeder Mensch sollte auch an allererster Stelle mit sich selbst auch glücklich sein können. Und auch in einer Beziehung, finde ich auch wichtig, sollte man auch alleine immer noch sein können. Manche Leute sagen so, oh, ich kann nicht so gut alleine sein, oh, ich kann nicht so gut alleine. Ich finde, das sollte man üben. Das ist ganz wichtig. Also man sollte zu sich selbst auf jeden Fall immer wieder finden können, um auch einfach alles, was um einen passiert, auch so ein bisschen zu reflektieren und so nicht verloren zu gehen. Genau. Ich glaube, jetzt habe ich die Kurve gekriegt. Eine sehr lange Kaffeepause dieses Mal wieder. Ich hoffe, dass euch meine Antworten vielleicht ein bisschen gefallen haben. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen unterhalten bei eurem, was auch immer ihr jetzt gemacht habt. Auto gefahren, ich hoffe nicht Auto gefahren. YouTube kann man ja nur gucken und hören. Aber vielleicht liegt das Handy irgendwo und ihr habt aufgeräumt oder ihr habt irgendwo Wäsche gefalten oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall. Danke ich euch sehr, sehr, sehr fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Freue mich riesig jetzt auf euer Feedback und freue mich auch riesig, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin, alles Liebe. Ciao.